Das Uhrenmagazin ist bekannt für seine praxisnahen Tests. Watchtime.net berichtete im Sommer 2009 exklusiv vom Fliegeuhrentest. Diesmal geht es mit Taucheruhren in die Tiefe, aber nur unter Laborbedingungen. Das Uhrenmagazin testet zwei Uhren mit mechanischen Tiefenmessern. Die Master Compressor Diving Pro Geographic von Jägerle-Coultre tritt an gegen die Aquatimer Deep 2 von IWC. Austragungsort ist die Druckkammer der Unfallklinik in Murnau. Hier müssen beide Uhren ihre Genauigkeit unter Beweis stellen. Das Uhrenmagazin ist heute zu Gast bei der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau. Wir sprechen mit Dr. Schöppentau über die Anlage, deren wir uns hier befleißigen. Herr Dr. Schöppentau, Sie haben hier zwei Druckkammern. Seit wann sind diese denn in Betrieb? Seit 1998 arbeiten wir mit beiden Druckkammern. Dann wurde dieses Zentrum installiert. Und über welche Kapazitäten verfügen diese beiden Kammern? Also die beiden Kammern laufen parallel. Wir können in beiden Kammern bis zu 8 Patienten pro Kammer behandeln. Die etwas größere, vor der wir jetzt stehen, die benutzen wir in der Regel für intensivpflichtige Patienten, die in ihren Betten liegen. Das heißt, wir gehen mit bis zu 2 intensivpflichtigen Patienten und gegebenenfalls noch 1 bis 2 sitzenden zusätzlichen Patienten hier rein. Welches wären die maximalen Belastungen, die wir hier erreichen können? Mit dieser Intensivkammer können wir nicht mehr erreichen. Das ist aufgrund der aufwendigen Klimatisierung für die Intensivpatienten nicht anders möglich. Mit der etwas kleineren Kammer können wir bis Behandlungsdrücke von 50 Meter Tiefe erreichen. Und die haben Sie freundlicherweise uns auch heute zum Test zur Verfügung gestellt. Für die Therapie würde ich mal sagen, die Diagnostik der von Ihnen zur Verfügung gestellten Uhren, ja. Da haben wir diese Tiefen angewandt. Recht herzlichen Dank. Oberarzt Dr. Holger Schöpentau und sein Team besprechen mit Chefredakteur Thomas Wanker die Tauchfahrt für die beiden Testkandidaten. Aufmerksam wird die virtuelle Tauchfahrt vom Kontrollraum aus gesteuert und permanent verfolgt. Die Versuchsanordnung im Tauchbad steht unter ärztlicher Aufsicht. Tobias Mattes ist nicht nur Arzt, sondern auch selbst Taucher. Tobi, ist bereit? Ich bin bereit. Wir starten. Ja, gib Gas. Jetzt wollen wir es aber wissen. Wir simulieren in der Druckkammer eine Tauchtiefe von 50 Metern. Im Kontrollzentrum beobachten wir den Tauchgang über Video- und Sprechverbindung und gehen nur für wenige Minuten auf die maximal mögliche Tauchtiefe von 50 Metern, um die notwendige Dekompressionszeit zu beschränken. Nach circa einer Stunde ist der simulierte Tauchgang beendet. Tester Tobias Mattes dokumentiert zusammen mit dem Chefredakteur Thomas Wanker die Ergebnisse beider Uhren. Wie genau die Messungen der Tiefenanzeige sind, verrät der Bericht im Uhrenmagazin, das am 19. Februar am Kiosk steht.